Wenn wir erstmal das Segel wegmachen. Captain, hier ist etwas im Wasser. Ja, ich weiß, dass etwas im Wasser ist, aber das habe ich schon alles komplett erkundet. So, kurz schauen. Wieder eine Markierung setzen. Ich will wissen, wie weit das entfernt ist. Es gibt mir mal ein besseres Gefühl und ich weiß, ich segel auch ganz in die richtige Richtung. Ach, ein Delfin, wie schön. Oder war das ein Hai? Nee, so ein Hai springt nicht so raus. Doch, das war, glaube ich, ein Delfin. So, das Observatorium. Bin mal gespannt, was man da findet. Ist aber noch nicht die Ende der Story. Keine Sorge. Ich glaube, da kommt danach noch was. Ich habe mich nochmal ganz kurz einen Screenshot vom... Also, so einen Screenshot gesehen. Also von einem YouTube-Video, das Ende. Nur so ein Screenshot und da war der auf jeden Fall irgendwo anders. Das hat nicht so ausgesehen, wie... Als ob das jetzt gleich enden würde. Keine Sorge. Mehr sage ich jetzt dazu nicht, wie der Screenshot aussah. Also, ich weiß auch nicht mehr darüber. Also, weil ich mich darüber einfach nicht informiert habe. So, das Fort ist eigentlich nur... Hat nur... 5 Türme könnte ich eigentlich zerstören, obwohl, nee. Wieder zur nächsten Mission. Ich denke mal, da hinten wird auch eine Insel sein. Die Forts werde ich auf jeden Fall mit euch machen. Und dann werde ich das immer cutten. Also werde ich sagen, okay, ich beende das Video und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich beim nächsten Fort angekommen bin. Also, weil das auf jeden Fall viel einfacher ist. Dann muss ich nämlich nicht, weil wenn man überlegt, stellt euch jetzt mal vor, ich würde sagen, ja, jetzt gehen wir nach hier. Dann erstmal bis nach da segeln, dann bis nach hier segeln, dann bis nach dort segeln. Das wäre ja doof. Und das sind übrigens diese legendären Schiffe, die ich mal meinte. Wenn man da hinsegeln kann, auf einmal so eine Meldung, dann steht da, diese Schiffe sind gewaffnet, bewaffnet wie eine Festung. So, und ich hoffe, hier vor Anker zu gehen ist richtig. Gut, das Observatorium. Mission starten. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Weil es lebt ja immer noch dieser Batman-Typ da. Also der so eine Stimme hat wie Batman, der Rogers. Und der Großmeister lebt auch noch. Aber der ist, glaube ich, nicht so die Gefahr. Ist der Piratenjäger tot? Ei, durch meine Hand. Wie kommt es, dass nur du finden kannst, was so viele suchen? Von Geburt an habe ich Erinnerungen. Erinnerungen aus einer ganz anderen Zeit. Wie ein anderes... anderes Leben, das ich durchlebt habe. Der Teufel soll dich holen. Mann, drück dich klarer aus. Nicht heute. Du zuerst, Captain. Der Weg vor uns ist gefährlich. Nun gut, okay. Toll, dann lässt man wieder mir verhängen. Den Dschungel sichern. Klar, dass ich das wieder machen darf. What the hell? Alter. Alle Hüter unbewaffnet. Außer aus Anpischzone heraus Hüter kampfunfähig machen. Alter. Was geht bei denen hier jetzt schon wieder falsch? Die haben doch alle wieder zu viel geraucht. So, die Hüter. Ich weiß, da hinten war so ein Fragment, das hol ich aber ein andermal. Beziehungsweise ich wusste auch gerade gar nicht, wie ich da dran kommen sollte. Lol. Ach, hi, die Hüter. Tach, was seid ihr denn für Nomaden? Auf jeden Fall Typen, die ziemlich viel Schaden machen. So, schauen wir doch mal, ob wir dich da nicht ausgeschaltet bekommen. Der ist tot. So. Ach, da ist der Letzte. Hi, Kollege. Komm mal her. Das war's mit dir. Bleibt bei mir. Zone gesichert. Okay. So, mal schauen. Ne, da liegen nur Tote. Ah, ne, der lebt noch, ne? So, der ist erledigt.
Ach cool, eine Schatztruhe. Die plündern wir doch direkt. Was zum... Hi. Komm mal her, Kollege. So, das war's mit dir. Meine Güte, der arme Kerl, tut mir nur leid. Ich schalte ihn mal aus. So. Zone gesichert. Da ist doch einer. So, der schläft erstmal. Aber nicht für lange. Den schalten wir erstmal aus. Sonst wacht er ja wieder auf. So. Hi, Kollege. So, das war's mit dir. Wo ist der nächste? Wo ist noch einer deiner blöden Freunde? Gehen wir eh nur auf die Nüsse. Ach, ein Krokodil. Wie schön. Das interessiert mich aber gerade nicht. Sondern eher, wo noch einer deiner Leute ist. Da ist doch einer noch. Hi, Kollege. So, wo könnte sich der letzte verstecken? Da ist er doch. Hi. Die greifen mich auch mal mit ihren Bambusstöcken an. Und der letzte ist wahrscheinlich hier. Nee, erstmal ein Krokodil töten. So. Krokodil haben wir erstmal verjagt. Wo könnte der letzte denn sein? Da, wusste ich doch. Irgendwie habe ich mir jetzt eben gedacht, da war irgendwas. Aber ich war mir nicht mehr sicher. Aber ich hatte recht. So. Gehen wir. Die Höhle sichern. Okay. Moment mal, wer läuft denn da hinten? Hallo, bleibt ihr bitte stehen? Hey. Könnt ihr gefälligst stehen bleiben? Vor allem, ich muss ja alles alleine machen, statt dass die ganze Crew mitkommt. Nein, ein einziger. Moment mal, wieso habe ich denn jetzt gerade nicht Stealth ausgeschaltet? So geht's auch. So, mit Schwertern geht's sicherlich schneller. So. Hallöchen. So. Das war's mit diesem Hüter. So, der kommt auch her. Die können auch mal herkommen. Ah, verdammt. Au. Mit ihrem blöden Blasrohr, ey. So, das war's auch mit dem. Ach ja, Einheimische töten. Ein Spaß für die ganze Familie. Autsch. So, dann kommt mal her. Nee, du brauchst jetzt gar nicht anzugreifen. Du stirbst einfach. Und der kann auch sterben. So, den Schatz holen wir uns aber noch. So. Okay, Berserkerpfeile mal 2. Das hört man gerne. Okay, da hinten muss der letzte sein. Buh, Tag. Also bis jetzt sehe ich noch nichts vom Observatorium. Es sei denn, es ist einfach nur ein Dschungel. Aber ich glaube, Edward verspricht sich davon ein paar falsche Dinge. Ich weiß ja selbst nicht, was es ist, aber ich bin mal gespannt. So, wo müssen wir weiter entlang? Hier durch? Ne, hier ist erstmal eine Truhe. Wo müssen wir entlang? Ah, ich glaube, wir müssen über die Bäume wieder rüber. Und, Moment mal, was hängt... Was war das? Ich glaube, diese Brüllaffen oder so. Ich muss gerade überlegen, wo müssen wir denn entlang?
Müssen wir da hinten irgendwo entlang? Kann natürlich gut sein. Nee, komm schon, Edward. Genau so. Ah, okay, hier geht's entlang. Okay, hier sieht's jetzt schon... Okay, das sieht jetzt schon ein bisschen anders aus. Komische Fragmentsteine. Was? Zu weit von... Die, also, die warnen einen ja auch nicht, ne? Die desynchronisieren einen einfach. Mehr machen die nicht. Einfach mal die Desynchro. Und schön, dass wir jetzt hier alles nochmal erneut machen. Ja, das... Moment mal. Ernsthaft jetzt? Ja! Danke, dass man von hier alles nochmal neu machen darf. Und danke, dass es gerade gar nicht verbuggt ist. Was war das denn jetzt? Hä? Also, manchmal ist Assassin's Creed echt verbuggt, muss man sagen. Das ist wirklich bescheuert. So, komm mal her, Kollege. Klar, die sagen echt nichts. Also das heißt dann einfach desynchronisiert. Zu sagen irgendwie, du bist geachtet, du wirst gleich desynchronisiert. Nein, 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 desynchro. Direkt desynchro. Keine Kompromisse. So, der ist auch erstmal erledigt. Das Suchgebiet eingegrenzt. Schön zu wissen. So. Wo ist der andere Typ? Der ist da unten, ne? So, der kommt auch erstmal her. Gut. Holen wir uns hier noch den Schatz, wenn wir einmal hier sind. So. Meine Güte, was sind das wieder für verwinkelte Gebiete hier, wo kein Mensch durchblickt? Ach, ich bin jetzt wieder ganz am Anfang gelandet. Na super. Toll. Freut mich natürlich wahnsinnig. Ne, ist echt scheiße mit dem Desynchronisieren. Da waren wir da gerade in der Nähe. Und dann, nö, Desynchro. Du bist zu weit weggegangen. Wir hassen dich. Du wirst desynchronisiert. Einreihen. Hauptsache, Edward sagt das so leise. Einreihen. Und auf einmal sind sie dann alle irgendwo in der Nähe. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht gleich schon direkt wiederkommt, von wegen, hier desynchronisiert, weil meine Typen mir nicht nachgelaufen sind oder so. Da kann ich mir jetzt gar nicht sicher sein. Jetzt kommt... Nein... Ich dachte jetzt schon, ey, meine Güte, Edward. Bereit mir jetzt bitte keine Kopfschmerzen. Was zum... Okay, den letzten verbliebenen Dschungel sichern. Okay, ich bin also eben irgendwo ausgekommen, wo wir später hin müssen. Okay, also ich war wahrscheinlich eben schon richtig. Nur, ich bin anscheinend wirklich irgendwo ausgekommen, wo ich noch nicht hin sollte. Das ist jetzt das Einzige, wie ich mir das erklären kann. Trotzdem müssen wir nach da hinten. Genau, nach hier müssen wir ja trotzdem. Doch, okay. Ach so, das wurde... Also irgendwie wurde das eben nicht aktuell... Ach, kann sein, dass ich eben den Hüter vergessen hatte. Genau, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Aber genau, eben hatten wir wahrscheinlich... Genau, jetzt können wir hier hin. Eben hatten wir wahrscheinlich irgendwas vergessen. Deswegen durften wir hier noch nicht hin. Okay, das kann natürlich sein. So, der kommt weg. So, komm mal her. So, das war's mit dir. Wo ist dein Freund? Aua. Ach, in diesem Gebüsch wieder. Ja, da war er doch drin. Hi.
So, Roberts folgen. Super. Optionales Ziel haben wir zwar nicht geschafft, aber egal. All das? Na, dann bin ich jetzt mal gespannt. Wehe, du verrätst mich, Kollege, ne? Dann geht's dir sowas von an den Kragen. Das glaubst du gar nicht. Das können wir auch nochmal schnell machen. So, wie müssen wir das anrichten? Ich glaube so. Genau. Doch, so ist richtig. Super. Okay, klasse. Und es fängt an zu regnen. Das soll das wahrscheinlich jetzt alles so dramatisieren, was jetzt gleich passiert. So, ein weiterer Meierstein. Hossa. Und noch ein Stein. Ja, okay, das sieht schon sehr nach Artefakt-Sachen aus. Herrgott, Robert, bist du des Wahnsinns? Ganz im Gegenteil, Edward. Die hätten den Anblick dessen, was hinter diesem Tor liegt, nicht ertragen. Aber du, du bist aus härterem Holz geschnitzt. Warum nimmt er die denn überhaupt mit? Nun, nimm diese Truhe und trage sie hierher. Warum nimmt er die überhaupt mit? Ich nehme die mit, nur um sie zu erschießen. Super. Dreckig und verfallen. Nicht ganz, wie ich es kannte. Aber das ist auch 80 Jahrtausende her. Oh, Humbug. Das ist unmöglich. Du bewegst dich auf dünnem Eis, Captain. Das sieht schon so aus, diese Steine, wie aus Assassin's Creed 3. Funk gefällt mir sehr gut. Vielleicht amüsiert es dich, doch ich habe sogar meine eigenen Verhaltensregeln verfasst. Euer eigenes Credo, hä? Um Ordnung zu wahren, ja. Ich verbiete alles Glücksspiel, zum Beispiel. Denn es führt zu Konflikten, nicht zu Freundschaften. In der Schlacht zu fliehen ist auch verboten. Und alle Männer müssen ihre Waffen und Entermesser jederzeit sauber und einsatzbereit halten. Dann lausch mich, der Affe. Wunderschön, nicht wahr? Ei. Wie etwas aus einem Märchen oder aus den alten Liedern. Sieht auf jeden Fall schon sehr bombastisch hier aus. Gefällt mir. Aus ihnen wurde Hörensagen und daraus wurden Legenden. Der unvermeidbare Weg der Wahrheit zur Fiktion, bis sie schließlich vollkommen verblasst. Okay. Hauptsache, ich darf wieder den Kisten-Ennei spielen. Noch mehr Blut? Diese Würfel enthalten das Blut eines längst vergangenen Volkes. Eines großen Volkes zu seiner Zeit. Je mehr du redest, Mann, desto weniger verstehe ich. Das erwarte ich auch nicht. Nur eins musst du dir merken. Das Blut in diesen Gefäßen ist für niemanden auch nur einen einzigen Real wert. Ich verstehe nur nicht, wo eigentlich Edward jetzt durch die Assassinen ausgebildet wurde. Eigentlich in keinster Weise. Aber, nun gut. Stell die Truhe dort ab. Werde ich machen. Okay, dann halt hier. Da, oh, wow! Das macht den Unterschied. Was ist das denn? Ah ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Einen Moment. So viel dazu. Okay, gut, anscheinend hat irgendwie der Totenschädel ihn erkannt. Was ist das für eine Art? Stell es dir als eine Art großes Fernrohr vor, wie Seeleute es tragen. Ein Apparat, mit dem man sehr weit sehen kann. Das ist verfluchte Hexerei. Nein, das ist Mr. Jack Rackham. In diesem Moment irgendwo in der Welt. Nassau. Das passiert in diesem Moment? Wir sehen durch seine Augen? Ei. Ich weiß nicht, Jim. Ich habe keinerlei Ahnung, wie man ein Schiff steuert. Sowas lernt man als... Ah, Endbonnet.
Ich kenne haufenweise Ladies, die ein Segel reffen und Anker lichten können. Und du bringst mir das Kämpfen bei? Mit dem Säbel, ja? Und auch wie man schießt? All das und mehr. Aber du musst es wollen und daran arbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ei, Junge! Du pendelst da mit meinem Mädel an! Finger weg! Das Sex ist was! Du kannst mich mal, Rackham. Und wage es ja nicht, mich Junge zu nennen. Oh, ist das so? Junge! Ein komischer Haufen. Noch ein Versuch. Governor Woods Rogers. Okay, gut, wenn man das Blut hat, kann man das wie so ein unendlich, ja, wie so eine magische Kugel sozusagen. Eine, ja, wie nennt man das nochmal? Eine Kristallkugel. Ja, nicht schlecht. Eine gewagte Idee. Das muss ich mir noch gut überlegen. Ein einfacher Treuebeweis ist alles, was ihr dem Unterhaus vorschlagen müsst. Ein Eid, eine Geste und ein zeremonieller Blutstropfen aus einem ihrer Finger. Das war's. Die Minister machen vielleicht Ärger. Doch es sollte ein leichtes sein, das Oberhaus zu überzeugen. Die sind überaus erpicht auf pompöse Rituale. So ist es. Sagt, es sei ein Beweis ihrer Lehnstreue zum König gegen die aufständischen Jakobiner. Ja, das ist gut. Ah, diese Templer. Das Wichtigste dabei ist das Blut. Ihr müsst jedem Mann etwas abnehmen. Ich will bereit sein, wenn wir das Observatorium finden. Tja, ich bin schon da. Allerdings. Okay. Ein kostbares Instrument, nicht? Hexerei und nichts anderes. Nicht doch! Jeder Mechanismus, der dem Gerät sein Licht spendet, ist ein echt leibhaftiges Ding. Uralt, ja. Aber nicht übernatürlich oder verhext. Wir werden die Herrscher der Weltmeere. Oh, diese Ambition. Mein Kodex sagt nichts über Loyalität, junger Mann. Du hast gut mitgespielt. Doch unsere Partnerschaft ist vorbei. Du bist ein toter Mann, Robert. Einen Ausgang finden. Okay, gut. Naja, ich habe ja gesagt, so schnell werden wir das Observatorium wahrscheinlich hier auch nicht, ja, in irgendeiner Weise verlassen. Beziehungsweise, oder nee, so schnell werden wir eher die Story nicht beenden. Also, das ist irgendwie, glaube ich, Bullshit. Gut, einen Ausgang finden. Ich werde mir Mühe geben. Vielleicht geht's ja hier raus. Mal schauen. Aber scheint schon mal, man kann sich entlanghangeln, dann kann es ja nicht so falsch sein. Gut, so. Juhu, und damit haben wir das Fragment. So. Gut, auf jeden Fall ein Bonnet, da haben wir das ja gesehen, von wegen, dass die ein Schiff steuern soll. Also ist meine Frage dementsprechend auch beantwortet. Hui. Oh. Ah. Na super, toll. Gut, Edward backt erstmal. Oh, ich blute. Ich glaube, ich bin ziemlich verletzt. Ja. Oh, das ist jetzt wieder dieses klassische Connor-Feeling. Jetzt haben wir so einen Holzsplitter da drin. Na super. Hallo, Leute? Seht ihr mich? Hallo? Ach, alles nur Feinde. Nein, wie toll. Wollen die mich jetzt gerade verarschen? Ey, ihr blöden Wichser. Oh. Oh, ist deine Jackdaw entflogen, Edward? Hm?
Das ist das Schöne an der Demokratie. Die Masse überstimmt den einen. Hey, du könntest Bücher segeln, doch bei deinem hitzigen Temperament verbrennen wir uns alle noch die Finger. Doch zum Glück ist des Königs Kopfgeld für dich ausgesprochen hoch und ich werde es kassieren. Hast du je einen jamaikanischen Kerker von innen gesehen, Mann? Hast du? Du blöder Wichser. Ich werde dir dein blödes Grinsen noch so aus dem Gesicht schnitzen. Hauptsache, da kommt erstmal so ein kleiner Biber oder was das immer war. Mein flüchtiges Glück. Okay, Sequenz 10 geschafft. Ich denke mal, jetzt können wir aus dem Animus.